Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Panzer Corps 2 Axis Operations 1946. Wir sollen zwischen St. Louis und Memphis den Mississippi verteidigen, machen das sehr weit vorgeschoben, weil wir diese Versorgungsdepots hier einnehmen sollen. Und da haben wir alle bis auf 2, das müssten 7 sein, 8 sollen wir haben. Wir haben uns sehr aufgesplittet dafür, haben hier teilweise nur einzelne Einheiten rumzustehen. Und hier ist noch ein Landkreuzer, das ist unser Elite-Ziel. Den sollen wir noch erledigen. Dann schauen wir mal, ob wir das noch hinbekommen. Wir haben noch 4 Züge Zeit für alles. Wir machen hier erstmal den Luftwaffen-Check, stellen fest. Wir müssen hier und da ein bisschen verstärken. Die Bomber, ne, die sollten eigentlich hier angreifen. Und das wird jetzt so leider nicht passieren. Aber... also ganz ohne Option sind wir hier auf jeden Fall nicht. Oh, da ist noch eine Maus. Okay. Ja, wir haben gute Optionen. Mit den Aufklärern da dran. Das fetzt. Eine Atomrakete bekommen wir dafür. Ah, toll. Dinge, die ich nicht brauche, die ich nicht benutze. Gut, das ist ja jetzt nicht schuld der Atomraketen oder so. Ihr könnt euch nicht mehr bewegen, aber ihr könnt euch noch bewegen. Also, wir müssen uns jetzt auch nicht um Luftangriffe oder sowas Gedanken machen im Moment. So, warte mal, Moment. Ihr campt da in Reichweite. Ja, machen wir doch so. Na, jetzt nur noch 7, ne? Na klar. So, die haben sich aber ergeben. Wie weit kommt ihr bei dem Wetter? Oh, weit genug. Wir sind jetzt hier so ein bisschen verstreut, leider. Die leben noch. Das ist ja frech. Was? Die leben immer noch? So, dann haben wir das erledigt. Wie viele haben wir? 7 von 8. Wir brauchen noch einen. Der da. Es sind nur 8. Ah, ich dachte, es wären 9. Da habe ich mich wohl verzählt. Okay, dann können wir hier... haben wir noch 2 Züge, um da nach Süden irgendwie uns aufzumachen und da schlimme Dinge zu tun. Die Bomber hier kommen wieder ungestraft davon quasi, weil es schneit. Das heißt aber auch, wir können hier erstmal Dinge tun. Hey, 1 zu 7 hört sich gar nicht so kacke an. Die Jungs werden sich hier verstärken.
Na, da müssen wir uns hier irgendwie sinnvoll aufstellen. Oh, hallo. Schön, dass ihr da seid. Sag nicht, sie überleben jetzt. Ach, zum Glück nicht. Wie weit kommt... Was? Jetzt haben wir keine Munition mehr, ne? Ja. Okay, wunderbar. Da haben sich hier im Schnee noch richtig viele Einheiten verborgen. Im Schneegestöber. So, hier oben gab es doch auch irgendwie noch Stress, oder? Ah, okay. Den Stress hatten wir schon bereinigt. So, dann ziehen wir uns hier erstmal wieder ein bisschen zurück. In der Hoffnung, dass, wenn der Feind nicht weiß, wo wir stehen, er kein gesteigertes Interesse an einem Angriff hat. Ist blöd, dass wir keine Munition mehr haben. Hm. Andererseits scheinen da auch keine gefährlichen Panzer mehr unterwegs zu sein. Nee. Hoffe ich. So, ich wollte mal nachgucken, wie viele Teilchen Schuh da an? Einheiten haben wir noch. Keine. Deswegen wurden die gerade nur so wenig verstärkt. Ja, da haben wir nämlich ganz schön verbraucht jetzt. Okay, schade. Dann müssen wir die bald auf normale Fallschirmjäger wieder zurückstufen. Ja, mehr können wir nicht machen, ne? Hier haben wir alles erledigt, in der Mitte durchgerockt. Ging jetzt auch einfacher als gedacht. Wo kommen die her? Von da unten, okay. Artillerie? Ich höre Artillerie einschlagen. Ah, hier unten. Fährt noch so ein kleiner, mieser Aufklärungspanzer lang. Boah, da kommt ja auch richtig viel angefahren. Die kommen hier aus der Mitte, ne? Und von unten. Wow. Aber wir können gleich was sehen und Bomber einsetzen. Und das werden wir natürlich ausnutzen. So, dann schicken wir mal, wie weit kommen wir? Weit. Schicken wir mal ein paar Aufklärer auf die Straße. Zu 5, ja, weiß ich nicht. So, wie sieht's denn hier aus? Also ich schätze den Longstreet hier. Den werden wir erstmal kaputt machen müssen. So, ihr wehrt euch hier so ein bisschen. Ah, die haben uns hier umfasst. Das ist das Problem. Und ich habe nicht genug schnelle Einheiten. Ach, das hier haben die wieder zurückgenommen.
Es ist hier kein Wald, doch. So, da haben wir schon mal die erste eingekesselte Einheit. So, hier hinten diesen Raum, den werden wir irgendwie bereinigen müssen. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie wir das anstellen. So, können wir uns dann hier einmal direkt rumdrehen und versuchen, die zu erledigen. Die sind noch ganz schön krass. Was brauche ich? Hier diese ganze Artillerie und sowas, ne, das ist mir eigentlich egal. Die kriegen wir. Die können wir von Norden wahrscheinlich einfach zerdrücken. Aber hier unten... Das macht mir ein bisschen Sorgen. Da müssen wir uns irgendwie neu formieren, so ein bisschen. Kommen auch von der Seite noch mehr Einheiten ran. Zwei, drei, vier, fünf sind das. Dann können wir uns noch, ja, dann bewegen wir uns bis hier einfach. Zu 3 nur. Das ist jetzt blöd. Dann müssen wir euch hier irgendwie ins Offene rein bewegen, leider. Ach, das war falsch. Ihr müsst natürlich dorthin. So, und dann können wir die hier nämlich verstärken. Das wird für die nächste Runde wichtig. Ja, das passt alles soweit. So, wer ist denn jetzt hier gefährlich? Der Longstreet wahrscheinlich, ne? Ah,
ich würde hier super gerne in Kontakt gehen. Ich weiß nämlich, ob es so schlau ist. Ja, doch, machen wir. Ich will da nicht angreifen. Das ist mir zu gefährlich eigentlich. So, diese letzte Welle, die jetzt gerade hier rumkommt, ne, die ist super unangenehm. Wie viel Munition habt ihr noch? 4. So, die sind schon mal safe. Dann machen wir es einfach so. Dann können die hier nämlich, glaube ich, doch angreifen, ne? Ja, das sollte eigentlich in Ordnung gehen. So, dann sind wir die nämlich los. Eine Einheit weniger, die wir nächste Runde dann irgendwie angehen müssen. So, hier oben, die halten das einfach nur. Schaffen das hoffentlich auch. Ich denke mal, da wird kein größerer Angriff mehr kommen. Da haben wir gleich noch 2 Runden Zeit, um diese beiden Felder wieder einzunehmen. Und nächste Runde regnet's. Okay, gut. Meinetwegen. Habe ich noch einen Jäger? Ja, hier. Wenn die bombardiert werden, ist mir das wurscht, denke ich. Aber dann kann ich hier noch für ein bisschen Sicherheit aus der Luft sorgen. Komm doch. Vor so einem kleinen Aufklärer habe ich da keine Angst, ehrlich gesagt. Apropos. Wie viel Munition haben wir? Noch 7. Okay. Das war euer Ernst. Die planen da irgendwas, ne? Frech. Einfach nur frech. Aber ich sehe keine gegnerischen Bomber. Aber ich weiß, da sind noch, also mindestens ein Geschwader haben die noch. Ach so, die sind, ja, stimmt, die haben da bombardiert. Das hatte nur keinen größeren Effekt. Uff, die müssen sich zurückziehen aus dem Kampf. Die kann ich ja nicht mal mehr verstärken. Die gepanzerten Aufklärer sind denen da im Offenen auch überlegen. Oh. In den Wald. Gewagt, gewagt. Da freut sich unsere Infanterie. Okay, ein kleines Problem haben wir. Denn es wird Regen geben. Das bedeutet, ich kann hier keine Luftunterstützung hinschicken.
Aber ich traue mich auch nicht, da rauszufahren. Ja, da müssen die halt einfach durchhalten. So, und die Infanterie hätten wir schon mal aufgehalten. So, dann haben wir Taishin. Ist es euer Ernst? Ihr seid schon wieder langsam. Ich habe keine Infanterie, um hier diesen Panzer im Wald zu erledigen. Das ist super nervig. Können leider auch nicht sehen, was hier so vor sich geht. Vielleicht können hier zwei Felder, können die im Regen sehen. Ah, die sitzen nicht ab, ne? Und aufgesessen sehen die, glaube ich, nur ein Feld weit. Ich hätte gern benutzt, um hier ein bisschen aufzuklären. Ah, shit. Ihr seht auch nur ein Feld weit. Also, ich glaube, ich versuche einfach mal hier reinzufahren. Andererseits, wenn noch eine Einheit steht, dann bin ich halt komplett im Eimer, ne? Wir müssen uns jetzt hier irgendwie langsam vortasten. Ich hätte es andersrum machen sollen, vielleicht. Nee, andersrum ist auch doof. Wir haben ja noch eine Runde Zeit. Nächste Runde schneit es dann auch wieder, aber irgendwas ist halt immer. Ich will noch ein bisschen fahren. Ich kann nicht mehr fahren. Ach, wie ärgerlich. So, wo ist denn hier mein Mini-Panzer? Da. Ich nenne den Mini-Panzer, weil der noch einen Lebenspunkt hat. Zwei. Also, dann ziehen wir den mal zurück. Vielleicht könnt ihr sehen, im Regen 1 auch nur. Oh, ein Feld bringt halt gar nichts. So, die gute alte Azul-Infanterie. Schafft ihr das auch? Kommt irgendjemand von euch hier in so ein Waldstück rein? Nee. Ist einer von euch? Nee, keiner. Kommt ihr? Ne, kommt ihr nicht. Die bleiben da an diesem Panzer hängen.
Okay, dann betreiben wir mal ein bisschen Aufklärung. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. So, einmal den Lauf absenken. Hier kommt er nicht ran. Achso, weil die hier im Weg stehen, ne? Weil theoretisch müssten die ja da rankommen. Ja, die haben 6 Bewegungspunkte. Aber es ist matschig, aber über die Straße müssten die das schaffen. Und die haben bessere Chancen, da die Flugabwehr zu vertreiben. Na toll. Die hätten ja durchaus noch mal schießen können, ne? Da hätten wir das Feld gleich besetzen können. Egal. Schmeiß ich da eine Hummel rein einfach. Was habe ich hier oben noch? Aufklärer, die können sich aber nicht mehr bewegen. Ja, ich schmeiß die Hummel da rein. Da dürfte auch keine Infanterie irgendwo in der Nähe sein. Hoffe ich. So, hier unten, das sieht auch ziemlich safe aus. Das da ist noch das Problemfeld. Und hier oben, das könnte wirklich noch zu Problemen führen. Da ist nämlich noch ein Super Heavy Tank oder sowas dabei oder ein M26. Ja, und ich krieg da natürlich auch keine Verstärkung ran. Weil es einfach matschig ist. So, dann schauen wir mal. Das habe ich nicht gesehen, was da links unten passiert ist gerade. Das wäre, oh, vielleicht wichtig gewesen. Ich muss dahin irgendwie, ne? Für Unterdrückung habt ihr? Ihr habt dann 7 Unterdrückung. Die machen 2-1, das haut vielleicht hin. Verstärken die einfach. Aha. Da haben wir noch eine schwere Infanterie. Die hätte ich vielleicht auch hier unten ganz gut benutzen können.
Wir bleiben einfach da hocken. Wir müssen ja da nichts mehr reißen. Ja, hier. Da kommt es jetzt eigentlich nur noch drauf an. Wie gesagt, ich krieg keine Unterstützung schnell genug ran. Die sind auf sich alleine gestellt. Aber ich glaube nicht, dass die genug Schaden machen gegen meine Panzer da in der Stadt. Falls doch, wäre natürlich irgendwie Pech. Aber dann kann ich nochmal laden und die Jungs einmal kurz da hochziehen, ein bisschen aufräumen lassen und dann passt das, hoffe ich. So, sie haben es auf jeden Fall versucht. Wenn da keine dritte Einheit mitspielt, was sie nicht tut, dann haben wir alles erledigt. In diesem alternativen Kriegsverlauf scheiterte der Versuch der Amerikaner im Winter des Jahres 1946, wichtige Brücken über den Mississippi zu zerstören. Da wegen des schlechten Wetters Angriffe aus der Luft mit konventionellen Bomben oder Atombomben nicht möglich waren, ha, na klar, bis auf die eine Atombombe, die sie auf uns geworfen haben, ne? Oder zwei? Ich weiß gar nicht. Wurde der Versuch unternommen, die Brücken mit Bodentruppen zu sichern. Dies erwies sich als folgenschwerer Fehler, da die eingegrabenen japanischen Verteidiger den Amerikanern, die ohne ihre gewohnte Luftnahunterstützung vorstoßen mussten, hohe Verluste zufügen konnten. Ja, stimmt, das haben die Japaner echt gut gemacht. Aufgrund des hartnäckigen Widerstands der japanischen Verteidiger und der schnellen Reaktion deutscher Panzerreserven konnten die Amerikaner keine nennenswerten Erfolge dabei erzielen, die wichtigsten Brücken über den Mississippi zurückzuerobern oder zu zerstören. So, was habe ich denn jetzt dafür bekommen? Dass ich diese Versorgungsdepots geplündert habe. Das wurde mir gar nicht irgendwie angezeigt, oder? Ist jetzt einfach Bonusziel erfüllt? Ja, Herr, herzlichen Glückwunsch. Ja, keine Ahnung. Ach, da kam jetzt wirklich gar nichts mehr. Ja, hier waren noch Einheiten, ne? Mit der wollten sie aber hier irgendwie nicht angreifen. Ja, ich hätte die hochziehen können. Da wäre nichts passiert. Na, hier unten noch einmal Infanterie hinter diesem T-28. Aber sonst war da wirklich nichts mehr. Die Linie hier oben ist komplett intakt geblieben. Naja, nicht komplett intakt, ne? Hier haben sie, an der Ecke hatten sie was rausgenommen tatsächlich. Na, ich glaube hier unten die... Oder war das hier an der Ecke? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall dürfte die Stellung hier deutlich mehr gelitten haben in Memphis. Aber gut, geschafft war ein bisschen kritisch zwischendurch. So, beim nächsten Mal gibt es dann wieder Battle of the Bulge. Schauen wir mal und dann danach geht es hier mit dem nächsten Szenario weiter. Bin ich schon gespannt, was jetzt kommt. Die Frühlingsoffensive der Deutschen dürfte ja dann anstehen, oder? Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.